Ich bin nicht geblieben, weil ich diese Schriesen Kataleia auf der Eins. Ich hab's mir bewiesen. Samra, Samrushka und Gabi, bra! Na, 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 na. Bringen im Zuge der Promophase von Herrn Wladislav Balowatsky einen neuen Song raus. Und ob dieser Song ballert, meine Freunde, erfahren wir auf der offiziellen Ob dieser Song ballert Skala von Beard Bro. Wir tragen Gucci, Leute hungern in Nigeria. Ich bin kein Helfer und kein Dichter und kein Prediger. Ich bin Kapitän, nicht mehr und nicht weniger. Doch das, was ich erlebt hab, steht nicht in Wikipedia. Es geht schon sehr gut los. Es ist mal was ganz Untypisches, ja, weil so diese tiefgründigen Dinger, klar gibt's davon einige von Kapi so, das letzte, an was ich mich erinnere, war Glaub mir, gutes Herz. Ansonsten fällt mir jetzt auf Anhieb, ja, alles schmeckt gleich, das war jetzt lyrisch nicht so die Überbombe, aber auch da ging es so in die Richtung, ein bisschen tiefgründiger. Aber das ist natürlich jetzt extrem zu feiern, ja, dass es mal wieder in die Richtung geht. Vor allem habe ich jetzt genau bei 31 Pause gemacht. Was willst du wissen? Was soll ich dir erzählen? Leute kennen Kapital, doch wer kann Kapital verstehen? Der Staatsanwalt und Richter wollen mich hinter Gittern sehen. Aber alles hat seinen Preis und ich zahle mit Mamas Tränen. Es muss natürlich sein, Alter. Es muss natürlich sein. Ich hab mich schon gewundert. Digga, 42 Sekunden sind rum, es kam noch nicht einmal Autotune vor. Ja, ich fick auf das System. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen mach ich meine Taschen voll. Und wir ticken wie die AP Platin, weil wir heute sehr viel Para verdienen. Ich will Gucci, Louis Prada. Ja, ich muss schon sagen, Alter, den Chorus kann man sich geben, ne? Ich bin normalerweise übel schnell genervt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, so, aber ich bin normalerweise mega hart genervt von Kapis Chorus. Es ist so eine Mischung. Es ist jetzt nicht der übertriebenst emotionalste Text, so, obwohl der Beat allerdings sehr, sehr emotional ist. Aber es geht trotzdem in die richtige Richtung. Das habe ich wirklich lange vermisst, sowas. Ja, ja, Geld ficken wir auf Yayo. Ja, ja, du siehst mich kiffen in der Range Road. Ja, 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 wir ticken wie die Rainbow, ticken wie die Rainbow. Oh, ich kenne niemanden, ey, ohne Mist. Ich kenne niemanden, welcher auf Autotune so heftig gut immer noch klingt. Wie Samra, so. Man merkt, dass der hat diese Stimme, um zu singen, so. Oder besser gesagt, der hat die Stimme, welche nicht nochmal ewig nachbearbeitet werden muss. Und das erinnert mich gerade schon wieder mega hart an diesen Insta-Post. Ich warte immer noch auf dieses Lied, Alter. Dieses Harami. Oh, das klang so heftig. Das ist für mich das erste Mal im Leben gewesen, dass ich einen Ohrwurm bekommen habe von einem Song, den es noch nicht mal gibt. Ich pump diesen Chorus so oft, ich sing diesen Chorus so oft, ich erwische mich dabei, wie ich übel oft diesen Text baller. Und dabei ist dieser Song nicht mal da. Es gibt nicht mehr als diese, was waren es, 10, 15 Sekunden? Halt's Maul, wann kommt dieser Song endlich? Und ich habe schon wieder dieses typische, maßgeschneiderte Gefühl, so. Als wäre dieser Text, dieser Chorus wie für Samra geschafft. Es klingt heftig, aber ich habe auch jedes Mal so ein heftiges Feeling, wenn ich ihn singen oder rappen höre, so. Ja, ja, laufen Gucci durch die Lobby. Ja, ja, heute will mir noch ein Body. Ja, ja, Geld sehen ist mein Hobby. Nur mein Hobby. Video ist wieder on point, da kann man überhaupt nicht meckern. Finde es auch schön, dass man immer so ein bisschen diese künstlerischen Aspekte mit reinbringt. Das habe ich ja schon in den letzten Videos gemerkt und auch angemerkt. Und dieses Comic-mäßige, das feiere ich, das feiere ich. Die zwei passen unfassbar fett zusammen. Das ist eine Kombination. Ich freue mich auf diese Travolta-EP. Ich finde es zwar immer noch kacke, dass man von Samra irgendwie nur EPs bekommt und dass wir nicht endlich mal ein Album vor die Füße gelegt bekommen. Ich meine, es ist ja cool, dass Samra so ein Typ ist, der seine Boys unterstützt und da noch eine EP mit draufhaut, so. Aber mach doch bitte endlich dein eigenes Album. Dicker, wir warten, Alter. Du musst uns retten, Mann. Ich steig durchs Fenster einmaskiert, wenn der Gangster einmarschiert. Kette glänzt wie ein Saphir, rap bis morgens um halb vier. Bader aus Bogota, ich muss ticken für mein Honorar. Lass die Klinge blitzen wie ein Fotograf. Hauptschule Pestalozzi, Wodilan am Cotti. Und die Sneaker, modern von Giuseppe Zanotti. Ey, Samra wird aber auch, also das war ja schon früher so, ne? Aber es wird von Song zu Song wird das klarer, dass Samra immer mehr dieser Designer des Raps wird, so, Alter. Der geht, und das ist positiv gemeint, der geht so hart in diese Shindy-Richtung, in diese
dass man Klamotten und Marken und so, dass das irgendwie durch ihn und durch sein Wort noch mehr Gewicht bekommt, noch mehr gepusht wird und noch mehr Hype bekommt. Und das ist krass, wenn du das als Künstler schaffst. Wie gesagt, hier gerade diese Cataleya-Geschichte, ne? Es ist nachgewiesen, dass die meisten Mädels momentan im Land Cataleya genannt werden, die zur Welt kommen. So, Alter, was hast du für einen Einfluss als Künstler, wenn Kinder, die zur Welt kommen, also Mädels, die zur Welt kommen, Cataleya genannt werden? Boah, Alter, Digga, ist einfach der beliebteste Vorname momentan. Und genauso sehe ich das auch, wenn er so Markennamen in den Mund nimmt, wenn er Marken trägt oder das kommt halt so gut rüber und das passt so perfekt, dass man das halt wirklich mit Shindy vergleichen kann und das nur im Positiven gemeint. Das kriegt, in meinen Augen, ich kenne niemanden, der das so hinkriegt, der das so pushen kann, der das so gut verkaufen kann. Und über diesen Text hier müssen wir uns, glaube ich, nicht streiten, Leute. Obwohl ich sagen muss, dass der Text von beiden, von Samra sogar noch ein bisschen mehr, ein bisschen zu aggressiv ist für diesen Beat, aber es trotzdem immer überraschenderweise echt gut passt. Prada Polo, kickt auf nem Q7S. Gut wie KMS, die Rolli ist Ruin besetzt. Ich fick dir jeden Tag, was für Flitterwache. Ey, warte, heftig, das müsst ihr mal abchecken. Kickt auf nem Q7S. Gut wie KMS, die Rolli ist Ruin besetzt. Ich fick dir jeden Tag, was für Flitterwache. Da fällt mir gerade nichts anderes ein, außer. Boah. Ich bin Newcomer des Jahres und ich dieser Woche kenne den Leid mit einer Latina in Schwarz, 20 Riesen. Dicker, Newcomer des Jahrzehnts, Alter. Riesen im Bar, Tanker lieber scharf, verdiene am Tag für Weißgold, 7 Karat. Like, ich bin wieder am Start, ich sag Marina am Arm. Hol die Eins für Mama, mach den Scheiß für Baba. Solange muss ich ballern aus dem Weißmatten Hammer. Ey, das war so klar, ne? Das hat gefehlt, Alter. Wenn man sich dieses Video anguckt, ne, dann sieht man, wie die Typen einfach so heftig Spaß haben. Das ist unfassbar. Kann man so krank abgehen? Ich hoffe und denke sogar, dass das eine Freundschaft fürs Leben sein kann. Die sind beide von... Wo sind die sich eigentlich ähnlich? So vom Hustle her, auf jeden Fall sind die sich extrem ähnlich. Der Hunger ist einfach nur bei beiden sowas von real. Und was auch ganz wichtig ist, die haben ähnliche Charakterzüge. So, man muss halt ehrlich sagen, dass ich kein anderes Gespann momentan im deutschen Rap kenne, welche so harmonisch vor der Kamera nebeneinander existieren. Wir tragen Gucci, Leute hungern in Nigeria. Ich bin kein Helfer und kein Dichter und kein Prediger. Ich bin Kapital, nicht mehr und nicht weniger. Doch das, was ich erlebt habe, steht nicht in Wikipedia. Was willst du wissen? Was soll ich dir erzählen? Leute kennen Kapital, doch wer kann Kapital verstehen? Der Staatsanwalt und Richter wollen mich hinter Gitter sehen, aber alles hat seinen Preis und ich zahle mit Mamas Tränen. Schüsse aufs Café, wir werden euch alles nehmen. Die Ketten von Cartier und wir flüchten nach Sirene. Nee, vor Sirene, so. Ja, ich fick auf das System, ich weiß nicht, was ich machen soll, deswegen mache ich meine Taschen voll. Das würde man, glaube ich, sehr typisch unter die Kategorie Straßenrap einordnen können. Hier geht es um, kann man sozialkritisch, na doch, man kann schon sehr sozialkritische Inhalte erkennen. Also am Anfang steckt da schon eine Message drin, eine tiefe Message, auch wenn es erstmal wirklich hart nach Prollrap klingt so. Aber wir tragen Gucci, Leute hungern in Nigeria, ist auch so ein bisschen... selbstkritisch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin kein Helfer und kein Dichter und kein Prediger. Also eindeutig selbstkritisch. Ja, und dann ist halt die typische Straßenrap-Schiene, was ich erlebt habe. Man will uns unter Gittern sehen, Schüsse aufs Café, ich fixe das System und mache meine Taschen voll. So, und jetzt fängt der Chorus an, wir ticken wie die AP Platin, weil wir heute sehr viel Para verdienen. Ich will Gucci Louis Prada anziehen, roll im Aston Martin irgendwo durch im Mardin. Das war Capitals Part und dann haben wir, wir ticken wie die Rainbow, ja, ja, Geld ficken wie auf Yayo, ja, ja, du siehst mich kiffen in einem Range Rover. Das ist eigentlich, das muss man nur lesen, Alter, man weiß, es gehört einfach safe zu Samra so. Da geht es also jetzt um sehr viele Statussymbole, um Cash und sogar um Drogen. Oh mein Gott, ihr schlimmen Finger. Wollen wir ein bisschen kiffen? Ich steck durchs Fenster ein, maskiert, wenn der Gangster einmarschiert. Kette glänzt wie ein Saphir, Rap ist morgen um 4:30. Beta aus Bogota, ich muss ticken für mein Honora. Mein Honora. Lass die Klinge blitzen wie ein Fotograf, Hauptschule Pestalozzi, wo die lernen am Gotti. Und die Sneaker modern wie von Giuseppe Zanotti. Rot Prada Polo, Kickdown im Q7S, Boutique Hermes, die Rolli ist Rubin besetzt. Ich ficke jeden Tag, was für Flitterwoche. Ich bin Newcomer des Jahres und nicht dieser Woche.
Candlelight mit der Latina in Schwarz, 20 Riesen im Bar, Kleinkaliber ist scharf, verdiene am Tag für Weißgold 7 Karat. Lack, ich bin wieder am Start, die Submariner am Arm. Hol die 1 für Mama, mach den Scheiß für Baba. Solange muss ich ballern aus dem weiß-matten Hammer. Also wie schon gesagt, ne, das ist ein Text, wo man diesen Beat, wenn man nur den Text lesen würde, niemals erwarten würde. So gerade, also gut, der Anfang, der geht halt schon ein bisschen in die Richtung, aber der Rest ist halt, hätte auch auf viele andere Beats passen können, ne? Ich weiß nicht, Alter. Ist klar, passt es zu den beiden richtig, richtig gut, wie die so abgehen vor der Cam, habe ich ja schon erwähnt, wie die Lines so rausballern. Es ist für die beiden maßgeschneidert. Aber trotzdem glaube ich auch, dass es noch mehr Welle machen würde und dass es noch cooler kommen würde und auch mal eine krasse Abwechslung wäre, wenn man den Beat jetzt so genutzt hätte, wie der Beat klingt. Also wirklich ein bisschen die emotionalere Schiene. Aber gut, es ist natürlich trotzdem besser, gute Laune zu versprühen, als alle Leute traurig zu machen. Deswegen, mir hat der Track sehr gefallen und ich bin gespannt auf CB6. Am meisten gehypt bin ich natürlich auf die Travolta-EP, ne? Und Samra, wenn du das jetzt hörst, bitte, bitte, bring endlich Harami raus. Immer wenn der Gin um mein Glas fließt, sitze ich im Ferrari und bretter Richtung Paris. Ja, wir tragen Giorgio Armani. Ich bin ein Harami, liebe nur Masari. Bro, wir tragen Rolex Original, einem Radomri mit Dilidin. Wie zu viele wollen, dass wir fallen. Ja, Kollege, willkommen in Berlin.